So, ein herzliches Hallo und willkommen zurück bei der nächsten Folge The Universum. Oh, regnet's hier? Leider nein. Das ist natürlich schade. Wäre für die Felder gar nicht so schlecht, wenn es hier mal regnen würde. Würde das Ganze nämlich im Sinn schneller gehen. So, hier sehen wir 7 Minuten noch knapp. 9,5 Minuten. Und dann hätten wir 22 Essen und hier 18 Essen. Oha. Achso, ich wollte gerade sagen. Neue Häuser. Nee, oder? Sorry. Nee, ich will, wenn dann mehr Wohngebäude drauf haben. Nicht nur eins. So, jetzt müsst ihr euch wahrscheinlich einen neuen Ort suchen. Aber das ist mir relativ Banane. Okay, setzen sie da drüben hin. Oh, das ist ja im Wasser, oder? Ganz knapp nicht. Das Vierer-Ding ist natürlich bombastisch. Das freut mich. Ja, Wirtshaus kommt noch hinterher, aber das Upgrade kommt ja auch gleich. Aber dass das hier mal alles vorangeht, langsam. Okay, Holz und Stein haben wir direkt daneben. Hier, Lagerhäuser 200, schon wieder komplett voll. Hier los? Achso, Nahrungsentdeckung, ja. Toter Nugget habe ich nicht? Doch, toter Nugget habe ich auch. So, gebrochenes Herz und Teslas Dilemma. Gebrochenes Herz kenne ich. So, das wird gefüllt. Wir haben plus 45. Also die Sachen steigen jetzt auch. Trinkwasser ist hier sehr niedrig. Ja, ich lasse mal das erstmal bauen. Holzofen, sehr gut. Und jetzt sehen wir hier Upgrade-Symbol. 7 Bretter, 3 Ziegel. Deswegen machen wir Materialverarbeitung. Did you hear that crack creator? I think one of your nuggets broke something. Oh, da hat sich einer wehgetan. Kelmoti, können wir natürlich auch so wieder heilen. I'm glad to see you taking such good care of your subject. Natürlich. So, da haben wir noch unseren Anführer Shomati. Wer ist Bürgermeister eigentlich? Hibarthis ist mittlerweile Bürgermeisterin. Ist denn unser Urvater schon tot? Also Barney lebt noch. Lilly auch? Der Urvater ist gestorben. Wann ist denn das passiert? Wir haben doch jetzt Nachnamen. Egal, klick mal hier auf. Einsperren. Wie kann ich denen denn jetzt Nachnamen geben? Schaltet Nachnamen frei. Fortschreiten der Kultur erlaubt es, deinen Nuggets ein paar Traditionen zu entwickeln, sowie Mord und Totschlag auf ein Minimum zu reduzieren. Nuggets werden nun mit Hilfe von Gedanken und Ehrgeiz anfangen, ein bisschen mehr Persönlichkeit zu entwickeln als die sinnlose Arbeiterdrohne. Die du ist weg. Zu kennen glaubst. Ja. Novalhu. Ah, da kann ich Nachnamen jetzt eingeben. Interessant. Wir können uns ja mal einen Van de Wulfen erstellen. Trittsicher. Nabake. Weiß nicht, was trittsicher bedeutet. Bewegungsgeschwindigkeit ist schneller. Okay, dann machen wir hier Kralle. Oh. Wo ist er denn? Keno. Kralle. Thunderbolt. Ah, gibt's doch nicht. Van Wulfen. Ah, jetzt kann ich den also auch Nachnamen geben. Okay. Sehen.
Oh, da hat jemand eine Sache. Oder eine Anfrage. Lösche das Hausfeuer. Lieber Schöpfer, ich war übereifrig. Ich bin in Speiseöl im neugebauten Ofen. Jetzt kocht alles. Alles. Schöpferhilfe, ich brauche mehr Wasser, als ich tragen kann. Ja, I'm on it. Das ist das mit dem, mit den Regenwolken. Wo brennt's denn überhaupt? Oh. Da brennt's. Ja, aufpassen beim nächsten Mal, ne? Ihr kleinen Nuggets. So, Hausfeuer erledigt. So, ja, hier können wir verbessern, aber sind denn die Dinger mittlerweile fertig, die Fabriken? Nee. So, dann hauen wir hier nochmal ein paar Nachnamen raus, würde ich sagen. Oh, was ist denn jetzt los? Nein! 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 Ein UFO! Knallt's durch die Wolken. Die Kamera ja nicht hinterher. Ja. Ein UFO ist gelandet. Das hat einen Effekt. So, übrigens, Steinraffinerie und Holzraffinerie sind gebaut. Brauchen sehr viele Arbeiter übrigens. So, hier entsteht gerade was. Und zwar ein Schwarzmarkt. Ah, Lilly ist tot. Ken Boso. Die Familie Jumbos. Warum muss ich denen denn eigentlich Nachnamen geben? Timoba. Kasambla. Ah ja, schon 25 Jahre alt. Schnoba. Ich gebe mal erstmal den Männern einen Nachnamen. Schalambola Zuski. Wow, was? Schalambo Salus. Was? Ach, kriegen die Kinder jetzt automatisch Nachnamen? Ach Gott, wer seid ihr denn? Die sind aus dem anderen Dorf. Das ist ja geil. Nee, aber wirklich, kriegen Kinder automatisch jetzt Nachnamen? Ja, Hallach. Ach, da muss ich mich doch nicht selber drum kümmern. Alles klar. Können wir auf Seite 1 gehen? Ja, alles klar. Die kriegen jetzt also automatisch Nachnamen. Okay, sehr schön. Was habe ich jetzt erforscht? Bestattungspraktiken. Alles klar. Das bedeutet jetzt, wo wir ja auch Bretter und Ziegelsteine herstellen, können wir diese Gebäude verbessern. So, da hinten regnet es. Trinkwasser. Ja, wir bauen einen weiteren Brunnen. Den Fedde. Das passt natürlich nicht hin. Aber hier passt da hinten, jawohl. Einen weiteren Brunnen und ein weiteres Wasserpümpchen. So. Schön leer pumpen hier den Fluss. Wobei, der kriegt, glaube ich, auch Wasser durch Regen und sowas wieder hinzu. Ach, hier sind übrigens zwei Gebäude, Wohngebäude entstanden. Ja, das... Ey, sorry. Das kann ich leider nicht akzeptieren. So, Schwarzmarkt. Wie funktioniert er? Oh, er ist wütend. Ich kriege einen Blueprint für Creator Points. Oh. Okay, den trade ich mal. Das ist ein Teilchen für Notre Dame. Okay. So, und hier können wir dann auch nochmal traden.
Und zwar, jetzt beobachtet er uns übrigens. Hier könnten wir uns beispielsweise Nahrung holen. Auch für Creator Points. Nahrung für einen Schneesturm oder Steine und Holz auch nochmal für Creator Points. Das ist erstaunlich. Es gibt auch. Oh, da haben sich welche vereinigt. Heißt sie jetzt übrigens auch Van Wolfen? So. Es gibt auch andere Möglichkeiten, um hier Sachen zu bekommen. Beispielsweise kann man auch Nuggets eintauschen. Da würden sich dann nämlich, ja, ich weiß nicht, ob sich Freiwillige finden oder ob die einfach so bestimmt werden, aber Nuggets können tatsächlich hier auch gegen Waren getauscht werden. Und wir sehen, oh, seltener Osterinselkopf. Also, die heißen einfach nur so. Bei 1.20 werden hier die Angebote aktualisiert. Da fliegen zwei raus und zwei neue kommen. Oder wahrscheinlich in dem Fall fliegt nur einer raus und ein oder zwei neue kommen. So, Reservoir. Der nächste Brunnen ist gebaut. Was machen wir jetzt nächstes? Mörser und Stößel. Und dann medizinische Diagnose. So, dann machen wir Ministerium für Landwirtschaft und Ministerium für Wasser. Wir haben nämlich hier die Möglichkeit, Minister einzustellen, die uns Aufgaben abnehmen. Der Minister für Wasser sorgt automatisch dafür, dass wir hier gut mit Wasser versorgt sind. Der baut, also ich weiß, dass der neue Brunnen baut. Ich weiß nicht, ob der auch eventuell Wasserpumpen baut. Bei Brunnen kann ich definitiv sagen, macht er. Und der Minister für Landwirtschaft, logisch, ne? Oder für Lebensmittel, der macht Lebensmittel. Also der bestimmt, was hier angebaut wird. Unsere Jagdhütte ist mittlerweile auch fertig, ne? Ja. Da gehe ich mal auf. Wir gehen mal auf kleine Tiere am Anfang und jetzt können wir uns eine Falle aussuchen. Wir machen mal eine kleine Falle und die setzen wir jetzt einfach mal hier hin. So, dann werden nämlich automatisch Tiere angelockt. Oh, Nawalhu ist tot. Und so können wir auch nochmal ein paar Tiere fangen. Die gehen, glaube ich, auch so jagen. Und holen sich ein paar Sachen. Mörser und Stößel, sehr schön. Medizin. Geschwindigkeit wird verringert. Sehr gut. Ja, und so können wir uns dann noch mal ein bisschen Fleisch holen. Braucht 5 Steine. Steine liegen aber mehr als genug rum. Können ja auch mal. Ach, das geht nicht. Oh, Alter. Voll in die Ingenieurshütte reingeknallt. Ja, da ist er. Ich komme aber an den Stein nicht mehr ran. Nö. Scheiße. Naja, gut. Da habe ich aus Versehen Mist gemacht. Oh. Regnet's? Weil die steuert... Nee, ich steuert leider. Ach, jetzt wird es auch noch kleiner. Kacke. Ich wollte sagen, die steuert so ein bisschen auf unsere Farm zu. Okay, die löst sich aber gleich auf die Wolke. So, neue Angebote. Ah ja, seht ihr mal. Essen, Stein, Holz. Brauchen wir alles nicht. So, jetzt ist die Wolke auch tatsächlich gleich weg. Und da ist sie verschwunden. Oh, der Herbst kommt. Und das Wirtshaus wurde geupgradet. Sehr schön. So, wir können, genau, einen zweiten Nugget hinzuweisen. Und haben jetzt 2 Essplätze mehr. Puh, ich hoffe, dass das ausreicht. So, Manoti und Amamba heiraten. Manoti? Ja, okay, die sind schon relativ alt. Die haben noch keine Nachnamen. Aber wenn jetzt... Also Nachnamen gehen auf jeden Fall jetzt... Ja, sprunghaft nach oben. Sehr gut. Wenn ihr jetzt Kinder hättet... Achso, ich brauche ja gar nicht gucken. Ich weiß ja, wo wir arbeiten.
So, wir können gerade ja übrigens auch mal hier so ein Herzchen drüber machen, damit wir ihn immer finden. So, ihr habt noch keine Kinder. Okay, wo wohnt ihr? Ich denke, ihr baut euch gerade erst ein Haus, ne? Let's hope that Nuggets don't overreact to the falling leaves this year. Oh, die Regenwolke zieht sehr langsam voran. Ja, wird aber auch hier nicht ankommen, schade. Warte, ihr habt alle keine Kinder. Da werden welche produziert, da auch. Nee, da nicht. Ach, hier sind sie. Okay. Jetzt werden Nuggets produziert. Wer produziert denn Nuggets? 48 haben wir übrigens. Wir haben keine Kinder gerade. Das ist krass. Schon wieder so neutraler. Wer macht denn hier Nuggets? Oh, da rennt aber einer. Keno. Ja, die laufen übrigens auch alle noch nackt rum, ne? Das können wir mit der Bekleidung vielleicht mal ändern. Machen wir das als nächstes erstmal. Die Bekleidung und dann die Köder würde ich gerne noch haben. Und dann können wir auf die Ministerien gehen. So, 59. Jetzt geht es auch wieder steil bergauf. Sehr gut. Was ist jetzt los? Geht zur Jagdhütte. Okay. Ach, die Falle steht. Das können wir uns auch mal kurz angucken. So, neue Familie wurde gegründet. So, da eine kleine Falle. Ist jetzt 7 Minuten aktiv und fängt uns hoffentlich ein Kleintier. Müssen wir mal gucken, ob hier welche vorbeigehoppelt kommen. Kann auch sein, dass ich die Fallen vielleicht ein bisschen weiter nach außen bauen muss. Ja, sehr gut. 2 wieder. So, und hier entsteht direkt auch nochmal eine neue Hütte. Jetzt haben wir wieder 4 Kinder. Sehr geil. Da wird geknattert. Barney ist an Altersschwäche gestorben. Oh, der ist aber sehr alt geworden, oder? Wo liegt er? Da. Oh, 47. Das ist aber ein stolzes Alter. Medizinische Diagnose. Das bedeutet, unsere Nuggets werden 5 Jahre älter. Gut, das bringt Barney jetzt nicht mehr viel, aber ja. Kobao. 43. Ich weiß gar nicht, von wem das Kind war. Wie viele Kinder hat denn Barney eigentlich gezeugt? 8 Kinder! Oh! Simombo Jumbos. Ah, ein Jumbo-Kind. Ah, hier, die Jumbos. Kenos Jumbos. Timoba, ja, der müsste vielleicht jetzt nochmal einen Namen geben. So, dann ist die Familie Jumbos hier auch fertig. Und das Kind heißt auch Jumbo, ja? Ja. Kasamla, schon mal. Okay, das sind alles ältere Familien. Haben wir nochmal jüngere Familien? Hier, Kembargo. Sie heißt aber nicht Kembargo. Warum nimmt sie nicht den Namen an? Ach, weil die nicht heiraten. Das ist bestimmt später, ne? Abgekochtes Wasser. Oh, Nugget-Durst reduziert sich. Nugget-Hunger reduziert sich. Fischausweidezeit. Was haben wir hier noch? Wahrscheinlichkeit auf Zwillinge auf 50% erhöht. Alter, was? Wirtshaus Nahrungskapazität plus. Durst reduziert sich um 7. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Oh, hier entstehen mindestens schon mal 2 Hütten. Mit ein bisschen Glück noch eine dritte. Ja, sehr gut. 3 Hütten. Herrlich. Sehr, sehr gut. Kann ich absolut mit leben. So, Wohnen funktioniert. Jawoll. Okay, Kobao ist tot. Der ist so knappe 40 geworden, ne?
Er ist erstmal eine Sie und sie ist 43 geworden. Naja. Auch okay, das Alter. So, jetzt haben wir nur noch unter 40-Jährige. Ja, und die ganzen Jungs haben halt alle Nachnamen. Wer ist eigentlich Bürgermeister gerade? Ach ja, Hibafes. Samfeslu. So, was haben wir hier? Ah, okay. Ja. Unwichtige Sachen. Essen übrigens 135. So, bald wieder fertig. Sehr gut. Auch in 3 Minuten. Nice. Halach, Samfesco, Hemtück. Bekleidung. So. Muss ich dafür was bauen oder habt ihr jetzt automatisch Bekleidung an? Ah, ja. Hier läuft genauso rum wie vorher. Warum hast du denn sowas an? Fortschritte in der Mode haben letztlich dazu geführt, dass Nuggets Bekleidung herstellen können, die sie effektiv vor Wind und Wetter schützt. Da die maßgeschneiderten Naturtrachten jedoch aus Tierhäuten, Baumblättern und rohen Fäden besteht, werden Nuggets etwas schwerer und langsamer. Eine gute Lederverarbeitung ist also immer eine lohnende Investition. Außerdem ist es anleitend, den Erik so zu sehen, wie die Natur ihn schuf. Wer ist denn Erik? Also Nugget Zubehör, Nugget maximale Gesundheit erhöht sich und Nugget Kleidung. So, das heißt, ihr seid genau nur noch bei minus 5. Standardmäßig ist minus 15, warum auch immer. Oh, neue Wahlen. Tiba, Asheko, Ulahi. Wen nehmen wir denn? Religiös, Verhütungsverbot würde Geburtenrate erhöhen. Minus 50 Schulzeit, das bringt mir gar nichts. Forschungsrate geht runter. Boah, ich bin für gar keinen. Fuck, wenn dann ihn hier. Oh, da ist einer verletzt. It's both a blessing and a curse. Errungenschaft Helping Hand. Na gut, Errungenschaften. Ich habe schon einige natürlich vorher gehabt. Da wird die knattert. Da wird die knattert. Oder? Da? Da war's. Mokoberg. Ach, die kriegen auch alle mal eins. Also neue Ach nee. Entschuldigung, die hatten noch keine Nachnamen. Doch, alle keine Nachnamen. Chatoto und Ulahi heiraten. Avalka und Ulahi heißt bestimmt nicht Avalka. Nee, Wim Noman. Mittlerweile auch 56 Nuggets. Okay, auch voll. Das bedeutet, demnächst werden wieder neue Gebäude gesetzt. So, wie sieht's denn mit dem Brunnen aus? Zweimal trinken. Einmal trinken. Okay, das Ding ist randvoll. Kann ich das irgendwie nochmal beschleunigen? Boah, Hunger um 20% reduziert. Stärke plus 2. Nuggetstärke plus 4. Große Muckis. Bewegungsgeschwindigkeit. Naja, gut. Köder und Abdichtung. Abdichten. Fische heute. Zusätzlicher Arbeitsplatz. Schnelleres Angeln. Okay. Also demnächst hier freigeschaltet. Fischbestand, super. Wirtshaus geht auch noch. Kralle ist selber. Ach Gott, ernsthaft? Ach, das sind beide Arbeiten hier im Wirtshaus. Das ist natürlich geil. Kann ich euch eigentlich immer sagen, bitte Nachwuchs zeugen? Also ich meine, ihr steht ja gerade eh ineinander, aber... Das Herzchen da.
Sie werden Bevölkerung Arbeiter. Das ist natürlich übelst ungünstig, dass beide hier im Wirtshaus arbeiten. Pack mal bitte irgendjemand anderen hier rein. Frozen Lakes are fun to skate on, Creator. They also prevent water pumps from working. Good to see you fighting the unemployment rate. Was ist da los? Geht zum Friedhof? Was? Warum? So, ihr macht jetzt Nuggets, ja? Hibarfus ist tot. Mit 40, okay. So soll es sein. So, jetzt füllen sich auch die ganzen Brunnen automatisch. Also was jetzt nicht die beschleunigte Trinkwasserherstellung leider nach sich zieht. Das ist ein bisschen ärgerlich. Wie gesagt, wir haben hier hinten noch Trinkwasser. So, die Pfandewulfen. Ach ne, Pfandewulfen, das heißen sie ja hier nur. Ach, und die Farmen werden jetzt gemacht. Ach, und jetzt haben wir gerade geerntet. Das ist natürlich ärgerlich. Das ist super ärgerlich, dass die Früchte gerade nicht angepflanzt wurden. Naja, gut, wir haben auch minus 6 Grad, darf man auch nicht vergessen. I was just about to compliment you on your fantastic new ice sculptures. But then I realized those were just frozen nuggets. Was? Welcher Nuggets gefroren? Ich friere nur keine Nuggets ein, hör mal auf. Werden eigentlich gar keine neuen Häuser gebaut? Achso, wie sieht denn die Wahl eigentlich aus? Ja, wunderbar, 33 für Tibor. Yes. Wir feiern. Ach, hier. Wolves are attacking your civilization. Nein! Are you planning on doing anything or are you just gonna watch the show? Oh, Wölfe greifen uns an. Jetzt habe ich leider das Problem, ich weiß nicht wo. Es gibt Wolfsangriffe. Aber ich muss rausfinden, wo. So, kommt mal alle nach Hause. Weil, wie gesagt, die Wölfe reißen uns richtig den Arsch auf. Ich muss nur rausfinden, wo die Wölfe kommen. Okay, Altersschwäche ist okay. Also, trotzdem traurig, aber... So, alle nach Hause. Ködern abdichten, sehr gut. Da sind sie! Oh. Und ich glaube, es ist kein Nugget gestorben, oder? Ich weiß nicht, ob hier ein Nugget gestorben ist. Nee, ich glaube, alle Nuggets haben überlebt. Also, wir haben natürlich jetzt 4 Wölfe getötet, aber... Mann, vor allen Dingen, genau, die greifen auch wirklich genau da an, wo die einzigen Arbeiter noch sind. Natürlich sehr bitter gelaufen. So, Chatoto Avalka. Jetzt neue Bürgermeisterin. Ah, sehr gut. Also, die übernehmen die Nachnamen der Väter. Da noch keine Nachnamen. Du hast deinen neuen Gläubigen erlangt. 57 Nuggets aktuell. Tja. Einmal Wasser. Sechsmal Wasser. Dreimal reserviert. Wirtshaus kommt auch mittlerweile nicht mehr wirklich hinterher. Tja, eigentlich müsste ich demnächst mal ein weiteres Wirtshaus bauen. Wo sind denn eigentlich unsere... Ah, okay, shit. Ah, und da wird auch nochmal ein neues Haus gebaut. Achso, was ist mit der Falle eigentlich?
Ich kann Fallentyp wählen. Bauen wir eine mittlere Falle. Bisschen übertrieben für Kleintiere, aber... So, Wohn ist fertig. Mit einer Hütte? Sorry. Nee. Was ist jetzt los? Ist das der Alarm? Achso, die jagen. Okay, keine Ahnung, warum jetzt der Alarm auf einmal wieder losging. So, da hinten wird neu gebaut. Jetzt müsste das hier theoretisch auch noch passen, ne? Ja. Okay, ihr geht jagen. Wo auch immer ihr jetzt jagen geht. Was machst du? Liefert Ressourcen. Da werden neue Nuggets produziert. Macht ihr? Achso, ihr baut Steine ab. Okay. Ansonsten 33 Bretter, 37 Ziegel. Ist das geupgradet? Ja, sehr gut. Ministerium für Landwirtschaft. Dass Fischerei vollständig funktioniert. Okay, sehr gut. Tja, ich weiß nicht, ob das ausreicht. Das Wasser. Okay, jetzt werden die Dinger da oben gebaut. Dann, ja, wir werden nicht drum rumkommen. Wir müssen hier nochmal eine Ingenieurshütte bauen. Was ist denn jetzt los? Ein Schneesturm. Ist das ein Gebet oder ein Schrei, den Sie da hören? In beiden Fällen scheint es, dass eine Gruppe von Jägern verzweifelt versucht, ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Ein besonders großer Bär hat seinen Weg in die Wildnis gekreuzt und ist ziemlich unvernünftig. Bisher hat der Bär eine Reihe von drohenden Gesten und Knurren gemacht, die mit immer feigeren Wimmern beantwortet wurden. Wie sollen die Nuggets vorgehen? Ach, wir werden verfolgt. Ja, wir versuchen mal abzuhauen. Oh, minus ein Nugget? What? Die Samsu wurde vom Bären erlegt. Oder was? Okay, 40. 7 Kinder. Wer ist denn der gefallene Nugget? Es ist so kalt, dass ich mein Gesicht kaum spüren kann. Ein Schneesturm muss hier sein. Okay, geht mal alle ganz schnell nach Hause. Alter, was ist denn jetzt los? Voll der Schneesturm. Tut nichts. Ja, ja. Ihr sollt alle ganz schnell nach Hause gehen. Was sagt denn hier unser UFO? Was hat denn das für Angebote? Ah, okay. Wir haben nichts Dramatisches dabei. So, dann zeige ich euch nochmal das hier. Also, hier sind so eine... Naja, Asteroiden. Man kann draufklicken. Dann öffnet sich ein bisschen was. Öffnet sich mehr. Und dann sieht man, dass hier eine Kiste entsteht. Okay, um zum Ziel zurückzukehren. So, und das kann ich jetzt hier hinwerfen. Dann wird diese wunderschöne Dings erforscht. So. Man sieht nicht, was da drauf steht, aber man kann es entweder jetzt sofort öffnen oder wir gucken... Was ist jetzt los? Wir gucken erstmal, was passiert ist. Alter, scheiße, was ist denn hier los? Fuck, bist du tot? Nein! Ich habe ihn getötet. Oder sie. Ich weiß nicht, was das war. Nein, da friert der nächste ein. Ihr sollt alle nach Hause gehen!
Boden ist fertig. Ja, ja, das ist super. Okay, mit zwei Häusern. Sag mal, könnt ihr mal bitte alle nach Hause gehen? Gefroren. I bet they've never felt so good. Or ever will they again. Wie kriege ich den denn aus dem Eis raus? Okay, sind die alle eingefroren? Okay, jetzt habe ich die Schutzkuppel noch. Achso, was ist denn hier eigentlich los? Was? Vom Bären verfolgt. Ach, das war hier unten schon was. Krass. Meteor. Festland Armageddon. Für 300. Obwohl. Telekinese. Habe ich nicht. Es gibt doch auch Feuer, oder? So, jetzt hole ich mir mal Telekinese. Was habe ich jetzt gemacht? Ach, jetzt habe ich Regenwolken gemacht. Nein! Oh. So, schmilzt der Eisblock jetzt? Also der hat es auf jeden Fall geschafft. Wo ist denn der andere Eisblock? Ach, hier war doch noch irgendwo ein Eisblock. Oh, das sind wir, oder? Spring. Ach, Shumati. The cold away. Now if only we could also get rid of that smell around your civilization. Ganz kurz das löschen, was ich hier angefangen habe. So, kann diese Kuppel mal bitte weg? Okay, also es glauben immer... Okay, danke. Es glauben immer wieder alle Nuggets an uns. Das ist schon mal viel wert. So, watermäßig. Wie sieht's denn aus? Okay. Ja, füllt sich wieder. Ja, füllt sich. Jetzt beginnen auch wieder die Pumpen zu arbeiten. Wir haben plus 52. Das ist gut. So, Fischis laufen jetzt auch mit doppelter Geschwindigkeit. Der Minister für Landwirtschaft braucht noch ein paar Minuten. So, wir sind bei 39. Das bedeutet, die ganzen Ministerien werden wir... Nein! Oh, werden wir uns morgen angucken. Ich habe falsche Taste gedrückt. Das wollte ich eigentlich machen, Aufforstung. Ja, die ganzen Ministerien gucken wir uns morgen mal an. So, ich pflanze mal ganz kurz ein paar Bäumchen. Habe ich nur noch, naja, ein paar weniger Kräfte. Aber wir sind, naja, 50 Bäume fehlen theoretisch noch. Übersichtlich. Zack. So, jetzt habe ich keine Schöpferpunkte mehr, aber wir sind hier wieder im Plus. Das ist doch auch mal was. Gut, dann ich mache ganz kurz noch, damit ich es nicht vergesse, Telekinese rein. Wir gucken uns, nein. Oh Mann, hier sind Einzelwohnhäuser. Scheiße. Okay, ist egal. Ich lasse es jetzt stehen. Auch die... Ach, da ist noch ein Block. So, bloß nicht zu hoch. Geh mal auf den Boden. Nein, der ist gestorben, ja? Scheiße. Oh, diese
Blockdinger. Also diese Eisschneeblöcke. Ah, Kacke. Im Schlaf gestorben. Naja, egal. So, erste Katastrophe haben wir überlebt. Die Oberfläche, naja, das gucken wir uns morgen an. Ich habe das ein einziges Mal gemacht. So eine Kiste erforscht, habe sie geöffnet. Danach hatte ich kein Dorf mehr. Weil dann kam der Meteoriteneinschlag, der hier 300 Schöpferpunkte kostet. Ja, der kam eiskalt einfach mal über uns. Und hat mein, also drei Viertel meines Dorfes zerstört. Die Oberfläche der Schachtel ist mit Smithy-Runden-Markierung versehen. Das ist schon mal super. Was ist... beinhaltet. Werden wir uns morgen angucken. Ich verabschiede mich. Adieu, adios und bis zur nächsten Folge.